Bring, ring. Michael? Ja? Ich müsste mit dir reden. Kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte da auf dich. Okay, kein Ding. Die Treppe müsste direkt hier sein. Ne, ist doch die Treppe hier gemeint. Wahrscheinlich hier, oder? Oh. Ja? Was gibt's denn? Kann ich dir helfen? Hasta la vista! Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Er ist so schlecht, dass er irgendwie schon wieder genial ist. Jedenfalls wegen der illegalen LP-Sache. Ich dachte, ich würde dafür so richtig Ärger bekommen. Aber mir wurde einfach verziehen. Wie kommt's? Sie meinten, dass ich es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Kokomaniga aushelfe. Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Der Direktor und diese Frau namens Sagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dich hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte. Aber, danke für alles. Du hast Team Star und meine Freunde gerettet, Maike. Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum, hier. Drakometeor, gute Attacke. Ich denke, das wirst du gebrauchen können. Oh, noch was. Ich möchte auch bei dir meine Schulden begleichen. Wenn dir so einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computern, Hacking und sowas. Nächstes Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du Schwierigkeiten schicken solltest. Wir sehen uns. Hasta la vista. Okay, also sie möchte uns helfen. Behalten wir das im Hinterkopf. Und damit ist die Straße der Sterne auch wirklich abgeschlossen. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wo wir endlich dabei sind, zur Liga zu gehen. Heute werden wir die Liga antreffen. Doch bevor ich das mache, werde ich einmal kurz mein ganzes Team drauf vorbereiten. Denn das wird nicht einfach wahrscheinlich. Ja. Max, du siehst aber deine Übertragung, ne? Ja, ich sehe die Übertragung. Achte mal auf das Enton da oben, siehst du das? Ja, ich sehe es. The fuck. Wenn ich lang genug halte, damit die Pokémon laden und dann den Challenge schnell wegmach, dann tauchen die trotzdem noch im Real. Alter, wie groß ist es? Das letzte Mal haben sie mich nicht angenommen. Doch diesmal wird es anders sein. Ich habe jeden einzelnen Punkt gemacht, den man machen kann. Also lasst mich jetzt da rein. Bitte. Was geht denn da ab? Hallo Maike. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pummeliga zu stellen. Um den Champ-Rang zu erreichen, muss noch einen letzten Test bestehen. Genau, die Liga wird nämlich anscheinend anders sein als die anderen Ligas, weil normalerweise ist in der Liga so, du machst Kämpfe gegen 4 Leute, Top 4, und dann gibt es halt einen Champ. Und hier soll das ganz anders sein, weil es gibt ja anscheinend auch mehrere Champs, also ich habe das Gefühl, wir werden mehr als 5 Kämpfe haben. Aber ich bin jetzt vorbereitet. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg, Maike. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Okay. Ich bin ready. Vorbereitet. Brauchst du nicht rumstehen. Ich bin ready. Auch wenn immer eine Münze ist. Wie ich sehe, besitzt du 8 Arena-Orden. Na gut, dann darfst du dich nochmal der mündlichen Prüfung stellen. Yes. Ab durch die Wand. Da sind wir auch schon. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Wir kennen uns ja bereits. Darf ich hinsetzen? Okay. Mein Name ist Kay. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche. Aber du kennst sie ja schon. Ah, 8 Stück. Wunderbar. Okay, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Bitte wähle deine Antwort mit Bedacht, da ein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Okay, ich bin vorbereitet, also mit einem Reit-Pokémon.
Das ist eine gute Entscheidung. Bitte nenne mir den Namen der Akademie, an der du derzeit eingeschrieben bist. Apfel, Trauben, Orangen. Verstehe. Okay, gut, das ist der richtige Name. Warum bist du heute zu Bommelige gekommen? Einfach, um Champ zu werden natürlich. Das wollen die hören, Leute. Ja, dies scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Angenommen, du wirst tatsächlich Champ. Was möchtest du dann als nächstes tun? Einen gegen die Mila einen Schatz für, noch stärker werden. So, das ist also sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der 8 Arenen dir am schwersten gefallen ist. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann mich leider nicht mal an die Orte wirklich erinnern, aber... Ich meine, die Geisterarena war schon ziemlich schwer. Nee, warte, die Normalarena war schwer. Welche waren das? Garafosa? Vermanza? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich fand die Normalarena am schwersten, actually. Ich glaube, das war die Garafosa. Ich kann mich erinnern, dass das der Name davon war. Ich nehme es jetzt einfach mal, ich weiß es nicht mehr. Verstehe. Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Aoki? War das falsch? Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe falsch geantwortet. Was war das denn? Oh nein, ich habe falsch geantwortet. In welcher Arena war denn Aoki? Oder Aoki? Wie hieß er? Aoki, glaube ich. Ich habe falsch, ja, ich habe schon verkackt, ich habe schon verstanden. Naja, du bist durchgefallen. Wegen der letzten Frage. Okay, ich guck nochmal nach, wie es heißt. Okay, es war die Mesclara Arena, glaube ich. Ich glaube, dass es die war. Ja, okay. Die andere, die ich gehabt habe, das war die Wasserarena, glaube ich. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben. Naja, erinnerst du dich auch an den Typen, den Aoki gemeint hat? Ja, normal. Wunderbar! Dein Ablegen der Champ-Prüfung zeugt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließe ich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Puppen begegnet bist. Aber kannst du mir sagen, welcher Kategorie das erste von dir ausgewählte Puppen angehört hat? Ja, Feuerkroko. Sehr schön, sehr schön! Entschuldige, aber lass mich bitte eine der Fragen vorhin nochmal erstellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre denn dein nächstes Ziel? Hä? Noch stärker werden? Oder war das jetzt wieder falsch? Okay. Ah, richtig, das war's also. Ja, ja, ich hab's nur vergessen. Oh, ich dachte schon, ich hatte die falsche Frage, also die falsche Antwort gegeben zur Frage und sie will mir noch eine Chance geben. Nee. Letzte Frage nun. Magst du Pokémon? Nee. Ja. Sonst würde ich das hier nicht spielen. So, das war's dann hiermit. Mensch, die Prüfung ist vorbei. Und wer hat's gehört? Ich gratuliere dir. Du hast den ersten Teil der Champ-Prüfung mit Bravour bestanden. Eigentlich hätte ich gewusst, dass du würdest es gleich beim ersten Mal schaffen. Aber egal, Zeit zum Grübeln haben wir jetzt auch später noch. Auf zur nächsten Prüfung. Dabei stehen dir Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor. Also die gibt's immer noch, die Top 4. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Ich weiß, kein besonders einfallsreicher Name, aber hey, erfüllt seinen Zweck. Du wirst gegen 4 ausgewählte Trainer der Pokémon-Liga antreten, und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du soweit bist, dann geh in die Tür. Ich bin ready! Ah, ready! Oh, warte mich nicht, ich habe keine Heil-Items gekauft. Ach, halt so ein Beinbruch. Und schick das Ganze hier, wie man es erwarten würde, aber ein bisschen leer. Keine Deko, nur ein großer, blauer, leuchtender, heller Raum und
Bist du mein erster Gegner? Also, es scheint so. Ja, sie ist es. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als erstes bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kay von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich dir leicht mache. Also leg dich besser ins Zeug. Okay. Und da hören wir das Top 4 Theme. Velsa. Hat sie Boden- oder Wasser-Pokémon? Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Weh, du knickst so schnell ein. Ich würde ermuten, Wasser-Pokémon, weil es blau ist. Aber wissen tue ich es nicht. Die Musik ist interessant auf jeden Fall. Und wir setzen hier gegen den Kampf. Ich habe ein bisschen Items verteilt, ein paar Attacken noch geändert. Ich überlege gerade, wen ich jetzt reinschicke. Ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass Super da einen super Job machen wird. Außer halt für meine eigenen Pokémon bin ich hier noch nicht wirklich vorbereitet auf die Top 4. Also ich habe keine Ahnung. Oh Mist. Was mich hier genau erwarten wird, das weiß ich nicht. Ihr lasst einfach auf mich zukommen. Und das ist jetzt schon nicht so gut. Ich hätte wirklich noch Heil-Items kaufen sollen. Weil ich habe nicht so viel, wie ihr sehen könnt. Also ich muss hier wirklich das Ganze ja schon taktisch angehen am besten. Und ich glaube, ich wechsle jetzt erstmal raus zu Delphi-Man. Denn mein guter alter Delphi-Man weiß schon, was jetzt zu tun ist. Weil er auch so, cool. Genau, er kann das nämlich gut tanken. Plus ich mache normal effektiven Damage. Und dann mit so einer Düsenhieb-Attacke sollte das Ding down sein. Okay, aber sie hat nur 5 Pokémon, wie ich gerade gesehen habe, oder? Das ist wenig. Die anderen hatten auch 6, die letzten paar Gegner. Yay, was willst du denn lernen? Power Punch? What? Oh, Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird davor getroffen, ist die Attacke erfolglos. Ah, ich tue es mal rein, einfach nur so, weil ich Charm wahrscheinlich sowieso nicht benutzen werde. Das ist lustig. Okay, interesting. Donphan. Wenn es ein normales Donphan ist, wird es... Ah, sie hat Boden-Pokémon wahrscheinlich, oder? Ich glaube, sie hat Boden-Pokémon, Leute. Ich meine, Donphan wäre nur Typ Boden. Aber vielleicht irre ich mich auch. Obwohl ich so viel Damage, so effektiv bin, mache ich so wenig Damage. Jetzt bist du aber down. Okay. Okay. Dickdri, Boden-Pokémon. Immer noch. Ja, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nichts anderes jetzt für Dickdri. Ich muss mich jetzt kurz heilen, glaube ich. Ah, süßes kleines normales Kanto-Dickdri. Sehr süß. I like it. So, einmal gehen wir kurz heilen. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel heilen. Weil gesagt, ich habe vergessen, mir Items zu kaufen. Nicht so klug. Ich habe wirklich nicht dran gedacht. Ich habe so, okay, ist mein Team stark genug? Ja, aber wie viele KP hat mein Team? Ja, daran denke ich nicht. Okay, ich mache aber One-Shot. Ich war mir nur sicher, deshalb habe ich geheilt, aber okay. Egal. So, mein halbes Legi-Pokémon hier. Das kriegt das schon sehr gut unter Kontrolle. Kamarupt ist... Bodenfeuer? Ja, oder? Das ist doch ein Feuer-Pokémon, oder? Ist auf jeden Fall Boden. Und One-Shot. Somit auch. Ja, nice. Aua. Zu, Lord. Also, das Ding hier, Gift Boden. Ich kann, glaube ich, auch noch drin bleiben. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Ja.
Und ich muss auch nicht extra leveln für den ganzen Spaß. Weil ich stark genug bin. Es wird ungemütlich für euch. Suna, schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Oh nein. Crystallizing? Ja, natürlich. Ich finde die Animation. Bitte nicht Gift. Nein! Oder? Warte, was ist es jetzt? Ist es Gestein oder ist es jetzt Gift? Wenn es Gestein ist, ist es down. Oh, 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 oh. Schön aufpassen, dass dir nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich habe nicht dran gedacht, dass es wie mein Zulord H2O-Absorber haben könnte. Ich bin tot, oder? Nicht? Cool. Ja, ich glaube, Rollwende wird nichts bringen. Deshalb switche ich einfach so raus, tatsächlich. Und ja, The Titan ist hier am besten. Weil das Ding ist zum Glück nicht den Gifttypen, sondern den Bodentypen, meine ich. Jetzt erkenne ich auch, was der Hut darstellen soll. Das ist wie so ein halber Globus mit so Bergen drüber. Das soll das, glaube ich, darstellen. So, dass der Titan bitte überlebt ist. War noch so. Und warum sieht das aus wie so ein alter Opa? Mein Gegner, sag mal. Ich habe jetzt Eissplitter erlernt. Ist halt Prioritätsattacke. Falls ihr schnell angreifen muss. Oh. Ich hasse Schutzschild! Du verschwendest nur meine Zeit! Selbst der Sandsturm ist schon längst weg! Du verschwendest nur die Zeit von mir und den Zuschauern! Und es geht noch nicht mal One-Shot down. Oh, und es vergiftet mich! Aber ganz ehrlich, lieber das, als dass es jetzt eine sehr starke Attacke einsetzt und dann Crit und ha-ha-ha-ho-ho, ne? War nicht so cool. Normale Vergiftung. Überlebe ich noch. Und, oh, okay, jetzt verstehe ich, warum es Schutzschild hat. Wegen, ja, ja, okay, okay. Das kann ich jetzt noch verstehen. Nur weil es sich jetzt denkt, hey, du wirst jetzt noch mehr Damage erleiden durch die Vergiftung. Okay. Aber du bist jetzt down for good. So. Damit haben wir den ersten Top 4 Gegner beseitigt. Okay. Hast du davon, wenn du mich nicht beim ersten Mal schon durchlässt, ja? Reifeleistung. Bagger. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich noch mal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist eine Reihe, Stöpsel. Ich komme. Warte, darf ich dich erstmal heilen oder so? Hallo? Ich bin gar nicht ready. Er ist einfach verloren, King. Aber hallo, sie ist echt stark. Sie sieht dich besser vor. Die Kleine? Okay. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Rechne mich, okay? Ja, mach ich! Darf ich jetzt kurz heilen? Danke, Spiel. Boah, hatte kurz Angst. Okay, da ich noch normale Tränke habe, werde ich die kurz nochmal einfach kurz reinspammen an meine Pokémon. Okay, alle wieder in Topform, größtenteils. Alle meine Tränke jetzt verbraucht. Sie schaut zu und wir kämpfen. Bist du bereit gegen Poppy? Ja, komm. Bis zum zweiten Kampf geschafft hast. Aber jetzt ist es Zeit für dich nach Hause zu gehen. Meine Pummel sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon sehen. Komm raus, meine Lieben. Stahl-Pokémon also. Da habe ich ein Feuer-Pokémon für. Oh, das Ding ist aber Typ Boden. Heißt, ich könnte nochmal normal effektiv sein mit Wasser-Pokémon. Martini, lass uns dumm und dämpfen! Okay. So, wie gesagt, Feuer ist sehr effektiv gegen Stahl. Und der Stahl wird schmelzen. Das wird qualvoll schmelzen. Oh, nicht Tarnsteine. Oh, du bist nervig. Weißt du das?
Jedes Mal, wenn ich mein Pokémon rauswünsche, kriegt es Damage wegen den Steinen auf dem Boden, die sich tarnen. Ja. Jetzt habe ich euch ja die Attacke erklärt. So, und jetzt werden wir Flammenwurf ein bisschen. In diesem Kampf. Das ist der ganze Sinn. Ein Bronzong. Denn es singt einen Song darüber, wie es uns zerschmettern möchte, die große Kirchenglocke hier. Ich mag Bronzong. Aber es muss brennen. Burn, baby, burn! Genau das meine ich. Du darfst aber einmal angreifen. Oh, Erdbeben ist sehr stark. Aua, aua, aua! Oh, doch nicht. Ich nenne Ernst, oder? Von hier! Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, welche Attacken ich einsetze, weil meine AP heilen sich natürlich nicht von selbst und weil noch so viele Kämpfe kommen. Ich muss meine AP auf jeden Fall sparsam umgehen, also immer wieder die Attacken wechseln. Kramor, Flugstahl. Zum Beispiel auch manchmal Loderlied stattdessen einsetzen, statt wenn man einen Wurf. Dass er trotzdem eine sehr starke Attacke ist und trotzdem killt. Und Special Attack bei mir buff, was sehr geil ist gerade. Magnezone. Elektrostahl. Ja, manche Pokémon haben sehr lustige Sounds. Aber ehrlich, dieser Kampf ist ein Witz. Einfach ein Voll-Pokémon haben, das war's. Und wegen Robustheit überlebt. Wow. Da kriegst du nochmal Flammenwurf ab. Ja, noch Würde einsetzen können, aber. Ich war mir nicht sicher, vielleicht heilt sie ihren Pokémon. Anscheinend heilt kein einziger Trainer deren Pokémon. Ein wilder, random Trainer, gegen den ich mal gekämpft habe, hat das gemacht. Aber sonst niemand mehr. Granforgita, irgendein neues Pokémon. Ich habe keine Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt auf der Apache helfen. Oh, jetzt weiß ich, was das für ein Pokémon ist. Der Big Bonk. Der Little King. Ja. Hat lange Haare. Hübsche lange Haare, wie ich finde. Und einen großen Stahlhammer. Und ganz ehrlich, dieses Ding soll man nicht rumspaßen. Jetzt machen wir dich schick, Granforgita. Ja, oder Tinkerton auf Englisch. Viel besserer Name, meiner Meinung nach. Tinkerton. Da kriegt jetzt ein... Was hat es denn jetzt? Ein Schwert? Nee, eine... Boah! Einfach so eine Axt in den Kopf reingerammt oder so. Sieht das aus? Steinkante. Oh, Scheiße, da hat ganz einsam auch drauf. Brennen! Es brennt gut. Nicht gut genug. Ja! Und somit haben wir auch diesen Kampf gewonnen. Und haben tatsächlich sogar noch genug Zeit, um den dritten Kampf zu machen hier. Krass, hätte ich nicht erwartet, dass der Kampf hier so schnell gehen würde. Tja, Poppy. Oh, unter Boden geschaut? Okay. Tja, Poppy. Das wird auch nicht so gut, wie du dachtest. Oh. Ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern mich rächen. Naja, schwamm drüber, Papi. Wenn du verloren hast, sollten wir jetzt so langsam mal den dritten ins Bude rufen, oder? Oh ja, stimmt. Ich muss ihn schon lange nicht mehr rufen. Was? Okay. Aoki, du bist dran. Warte, was? Der Aoki? Der Arenaleiter? Tatsache. Der ist auch einer von den Top 4? Er ist ein Erinnerter und einer von den Top 4. Ist doch schon ein bisschen ähnlich wie bei Kanto. Aber das ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Hallo, ich bin Aoki. Ja, wir kennen uns bereits. Also der Kampf hat eigentlich nur wirklich einen Pokémon bei meinem Team gemacht. Und das war mein Feuer Takoko. So, aber eigentlich sind wir alle ready schon. Ja, komm, let's go. Ach, du schon wieder? Wie du siehst, arbeite ich auch noch als Mitglied der Top 4. Als ob ich schon nicht genug hätte. In meiner Arena wende ich Pokémon von Typ Normal an. Die passen gut zu meiner Persönlichkeit. Leider hat meine Chefin mich dazu verdonnert, hier einen anderen Typen einzusetzen. What?
Beschwerden kannst du da gleich an den Top-Champ richten. Okay. Aber ich verstehe nicht, wie man das macht. Dass man gleichzeitig Arenaleiter ist und einer von den Top 4. Gleichzeitig. Also gut, Dienstbeginn. Fangt euch ein. Die Stechuhr verzeiht keine Trödeleien. Na gut. Pusch. Warum hat seine Gloves eigentlich höhere Auflösung, höhere Resolution als die von Kay? Das verstehe ich nicht ganz. Warte, hast du Flug-Pokémon? Ich bin auch mal so frei, in diesem Kampf mit Flug-Pokémon anzutreten. Ja. Okay, ihr wisst alle, was sehr effektiv gegen Flug ist. Und zwar Elektro. Aber Tropius ist gleichzeitig noch ein Pflanzen-Pokémon und da ist es halt einfach mit einem Feuer-Pokémon viel sicherer und besser und all das. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar schon in der nächsten Folge die komplette Liga abschließen. Ich habe mit 3 Folgen gerechnet. Aber wie es aussieht, wird es vielleicht doch nur 2. Aber ich will noch nicht zu viel labern. Wir werden einfach mal schauen. Aua! Schießt zurück! Zack! One shot! Der Bananenbaum ist weg. Der Tropenbaum. Staraptor! Ich kriege wieder Flashbacks. Oh oh. Okay, ich muss mich zusammenreißen. Mein Team ist viel besser geworden als damals. Das schaffe ich. Staraptor macht mir keine Angst mehr. Vielleicht ein bisschen. Komm, das Kiekchen. So, ich habe jetzt nämlich eine neue Attacke und zwar Donnerblitz und Voltwechsel und Tagedieb. Ich habe mein ganzes Arsenal bei Bellybot geändert. Aber. Oh, okay. Ich darf es zeigen. Gut. Alles klar. Fangen wir an mit einem leichten Donnerblitz. Danke durch Dynamo. Und wegen Beulenhelm. Und jetzt Donnerblitz. Yes! One-Shot! Vielleicht hat auch Schussflug und Beulenhelm was dazu beizutragen. Das weiß ich jetzt nicht, aber yeah. Altaria, du bist mein nächstes Opfer. Denn ich bleibe jetzt drin. Hey, Flauschi. Aber nicht sehr effektiv. Warum? Achso, weil das Ding Drache ist. Oh, weil das Ding Typ Dracheflug ist wahrscheinlich. Oder ist es Altaria? Ich hab's vergessen, aber könnte sein. Ich bin langsamer, ne? Ich bin langsamer. Das heißt, ich kann meine Genesung-Attacke nicht einsetzen im Moment. Ah, stimmt, aber es ist Titan. Ja, das Ding ist auf jeden Fall Typ Drache, weil Eis ist sehr effektiv gegen Drachen-Pokémon. Und da haben wir es der Titan für. Oh oh. Aua. Bist du dir dabei sicher, Flauschi, dass du das tun willst? Oh, ich hätte Eissplitter einsetzen sollen. Das hätte auch gekillt. Ja, war nicht so klug. I'm sorry. Aber trotzdem, whee! Bonk. Down ist es. Bam. Koriogel kommt als nächstes. Ist ein Feenviech. Ja, Takoko, I guess. Ganz ehrlich. Wie viele Bomben hat er eigentlich noch? Ich glaube, das ist sein vorletztes jetzt, ne? Müsste sein vorletztes jetzt sein. Ah, süße Chili darin. So, ist nicht sehr effektiv, aber ist auch egal. Wow, wieso macht das für Damage? What? Nein! Das ist sehr schlecht, das ist sehr schlecht. Und zur Zeit wäre doch sehr effektiv gewesen. Ich war mir da unsicher, aber doch wäre. Und ich probiere es aus. Das ist so fun. Maybe. Komm schon. Oh, ich hab's überlebt. Ich bin da. Ja, ich bin schneller. Bam. Ist ja auch eine Priority Attack. Und jetzt sein letztes Viech. Flamingo, also Flamigo. Flugkampf. Aber er macht zu einem nur Flug-Pokémon wahrscheinlich. Also tue ich Bellybolt rein und heile in der ersten Runde. Ja. Das ist mein Plan jetzt. Mal gucken, was funktionieren wird. Ich mag das Flamingo-Pokémon.
Deine Fähigkeiten wachsen stetig, so wie die Wirtschaft. Hat man denn nirgends etwas Ruhe? Das Ding, was immer auf einem Bein steht. Okay, ich mach direkt den... Was ist so wenig? Ich muss Top-Trank. Mach den Top-Trank. Babyboy muss jetzt alles geben und zeigen, dass es das überlebt. Wir müssen jetzt richtig reinhauen hier. Zeit, mir etwas Rückenwind zu verschaffen. Ich muss danach nur meine Frisur wieder richten. Die Frisur? Ja, egal. Und Bonk. Das ist auch Luftballon. Sie kennen wir ja schon von dem Pikachu. Was man als Frühkörperbonus bekommen hat. Was man übrigens, glaube ich, immer noch bekommen kann. Also, wie die es vergessen haben. Ich habe irgendwo in einer der ersten paar Folgen gezeigt, wie das geht. Ist nicht schwer. Und jetzt Donnerblitz! Oh, warum crittet er? War kein Crit? Einfach nur so? So richtig stark? Okay, na komm, dann muss ich jetzt, vor allem jetzt, richtig stark sein. Mit Donnerblitz! Yes! Perfekt! Ah! Die Pose. Das ist wirklich so ein Pokémon, das würde ich mir einfach in den Garten stellen. Mit deinem Höhenflug übertriffst du jedes Vogel-Pokémon. Tja. Du bist kaum wieder zu erkennen. Kein Wunder, dass der Top-Champ dich so mag. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit für das letzte Mitglied der Top 4.